Ja, und dann haben wir ihn schon. Michael Pillmeier, um die Frage zu beantworten. Er stand auf dem Feld bei Schalding-Heining, der Mann, der dem SVS schon so einige Tore gebracht hat in seiner Karriere, eben auch vergangene Woche. Schalding-Heining also zu Gast bei den Klubberern mit Neucoach Michael Kölner. Seine Truppe zum Auftakt ja mit dem Remis gegen Augsburg. Und wir gehen rein ins Spiel, 7 Minuten vorbei. Nürnberg von rechts nach links in Rot. Auf rechts bekommt Jannis Hofmann den Ball mit der Flanke auf den zweiten Pfosten. Und da steht Sabiri Abdelhamid. Sabiri per Kopf 1:0. Die frühe Nürnberger Führung am Max-Morlock-Platz. Der Ball gut getimt und Sabiri schleicht sich im Rücken weg. Die kalte Dusche also für Schalding zunächst. Doch der SVS biss sich rein in dieses Spiel, brauchte bis 4 Minuten vor der Pause. Langer und unbequemer Diagonalball in die Spitze auf Markus Gallmeier. Der bleibt ganz ruhig vor Keeper Rakowski. Der Ausgleich nach 41 Minuten. Der Gang in die Kabine dementsprechend mit gemischten Gefühlen und dem zwischenzeitlichen Remis. Im zweiten Durchgang dann aber immer mal wieder ein paar Versuche. Interessanter wurde es wieder ab der 70. Und da lassen wir die komplette Szene ungeschnitten. Der SVS hier auf dem Weg und mit dieser Möglichkeit. Und Rakowski behält die Nerven. Achtung, Gegenzug. Die Nürnberger schalten ganz schnell um. Der Ball lang auf Dominik Baumann und der macht es besser als Pillmeier auf der anderen Seite. 2:1. Der Klub erneut in Führung. 10 Sekunden zwischen den beiden Torchancen. Die Nürnberger in diesem Moment kaltschnäuziger. Und die Partie sah also bis in die Schlussphase nach einem knappen Heimsieg aus. Doch es gibt ja noch den Torgarant für den SVS. Michael Pillmeier, der eben noch vergeben hatte. Schalding mit der letzten Luft. Der Ball in die Mitte. Und da ist Pillmeier noch mit Wut im Bauch. Braucht diesmal nicht lang zu überlegen. 89. Minute 2:2. Der Jubel, sie sehen es selbst, riesengroß, der Treffer kurz vor dem Ende. Für beide Teams also erneut ein Unentschieden am zweiten Spieltag in einer spannenden Partie.